Scheiß drauf, Digga. Ich kenter den Hurensohn. Ich kenter dich, du Wichser. Das bin ich. Und du fragst dich sicherlich, wie ich hierher gekommen bin. Als Atlas rauskam, war es kompletter Müll und im Grunde wie Ark, nur noch schlechter. Aber Zeiten ändern sich. Mittlerweile ist Atlas zu einer wahren Perle geworden, einem Meisterwerk und zählt zu einem der besten Spiele. Was ist das? Okay, eventuell habe ich gerade gelogen. Aber das hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, Atlas eine Chance zu geben und einen waschechten Piraten aus mir zu machen. Irgendwie sehe ich aus wie ein Gnom, Junge. Ich bin's. Now go forth and conquer the Atlas. Ich versuch's, Bro. Ich möchte euch heute zeigen, wie Atlas sich entwickelt hat. Und ich glaube, das kann ich am besten tun, indem ich euch mit auf meine mehrtägige Reise durch die Gewässer nehme. Oh, holy shit! Hit. Pistole in Kopf? Wo kommt der her? Kanonen-Hit. Lasst mich euch die Story von Anfang an erzählen. Hab ihn. Was ist, wenn ich das gar nicht von Anfang an erzählt haben will? Und mein Abenteuer begann, so wie in jedem Survival-Game, mit einer Axt. Wie man's kennt, Junge. Und einer Tour durch den ersten Hafen. Shipyardsman. Wo ich mir mein erstes Schiff kaufen sollte. Was verkaufst du? Crewmember? Woher krieg ich denn Gold Coins? Hab ich. Und schon bald hatte ich meinen ersten Boxkampf. Ein 1v1, nur dass ich einen Speer hatte und feststellen musste, dass der Hafen PvE-Gebiet ist. Oh, hier hat gerade einer was gekillt. Drauf da. Ich hatte die Ressourcen für mein erstes Boot zusammen. Baby, da bin ich. Jetzt musste ich mir nur noch eine Route raussuchen. Mein erstes Ziel. Segel lassen. Hey, der Wind bläst halt voll rein, oder? Was ist das? Das war meine erste Schatzkarte. Treasure Map. Und so klärte sich auch die Frage nach meinem ersten Ziel. In Region C4. Treasure contains at least 5 Gold. 5 Gold in C4. Ich muss Richtung Süden. Abfahrt, Junge. Ich brauchte Gold, um mir Crewmitglieder für mein Schiff zu kaufen. Sind das Brecher? Wow. Und so legte ich die erste große Strecke zurück. Einmal quer über den Ozean. Holy shit. Hier ist sowas von gebaut. Da vorne links wäre mein Schatz. Wie es der Zufall will. Ich mein Schatz neben einem Megahafen. Und der Megahafen hatte irgendwie was gegen mich. Raket, Kanone auf mich, Kanone auf mich, Kanone auf mich. Dicker Hit auf Simi, dicker Hit auf Simi. Was soll das? Scheiße, die machen dicke Hits. Nicht so, nicht so, nicht so. Weg mit mir, Segel drehen. Ich zieh ab. Keine Chance. Den Schatz kann ich knicken. Keine Chance. Ich muss erstmal reparieren, oder? Mein Boot hatte Schaden genommen. Die Insel musste ich vergessen. Etwas später habe ich dann eine Truhe im Wasser gefunden. Gib her. Gold. 4 Gold. Auf dem Weg zur nächsten Insel habe ich dann noch fast eine Boje mitgenommen. Wow. Hier konnte ich das erste Mal so richtig an Land. Ich bin geankert. Okay. Dann gucken wir mal. Und auf der Suche nach Metall machte ich meine erste Entdeckung. Meine Theorie stimmt. Ist das da sowas wie ein Turret? Ja. Okay. Ich will doch nur Metal. Jemand hat die versunken. Mein geankertes Schiff wurde gekentert. Ich war stuck auf der Insel und musste mir wohl oder übel eine Base bauen. Eigentlich wollte ich ja auf einem Boot leben. Aber ohne Boot, keine Base auf dem Boot. Und ohne Base an Land, kein Boot. Damit ist mein Bunker sicher. Ich hatte einen kleinen Unterschlupf, den ich mein Zuhause nennen konnte. Eine Base, in der ich meinen ersten Hafen zusammenschustern konnte. Denn meine nächste Mission ist es wohl oder übel, wieder ein Boot zu bauen. Was anderes bleibt mir ja wohl nicht übrig. Let's go. Ich war auf den offiziellen PvP-Servern unterwegs und obwohl ich dachte, dass Atlas womöglich eher Richtung totes Game gehen würde, waren erstaunlich viele Spieler unterwegs. Das nehme ich alles. Ein Revolver. Munition kostet Gunpowder. Das mache ich doch sicher hier. Gunpowder. Coal und Flint. Dann zeig mal, wie das geht hier. Und dann fehlt mir eigentlich nur noch ein Rüstungsupgrade. Und dann würde ich ins nächste Gebiet fahren. In der Hoffnung, dass da weniger los ist als hier. Und für bessere Rüstung kann ich jetzt hier Lederarmor machen. Sehr, sehr gut. Außerdem hatte ich noch eine weitere Schatzkarte gefunden. Ich könnte ja mal versuchen, den Schatz zu finden, oder? Ja.
Ein Turret. Das mit den Schatzkarten war irgendwie nicht so mein Ding. Ich war vollgepackt und auf dem Weg zum Hafen, um ein zweites Boot fertig zu bauen. Doch vorher würde ich noch Bekanntschaften mit meinem neuen Nachbarn machen. Hit? Scheiße, ich wollte gerade mein Boot bauen. Mein Nachbar hatte sich vorerst in Luft aufgelöst. Ich habe die Nacht abgewartet, um in einer Nebelaktion mein Boot zu bauen und schnellstmöglich von hier wegzukommen. Okay. Holy shit. Mit Türen. Alter. Hier ist der Safe Room, wie es scheint. Hier kommt ein Bett rein. Und eine Truhe. Bevor ich jetzt also erneut in See steche und aus mir endlich einen waschechten Piraten mache, habe ich mich noch einmal auf der Insel umgeschaut. Vielleicht gab es ja irgendwo noch was zu holen. Und vielleicht treffe ich ja irgendwie nochmal den Nachbarn. Meine Mission war erfolgreich. Jetzt war ich auch mental bereit, um loszuziehen. Ich war ein letztes Mal in meiner Base, wollte ein paar Sachen holen und dann in den See stechen. Aber irgendjemand wollte mich nicht gehen lassen. Ich könnte versuchen, den zur Axt wandeln und genau das mache ich. Hinten raus. Wo bist du? Wo bist du, du Arschloch? Der hat einen dicken Speer. Der hält übel viel aus. Och nee. Nicht mich raiden, Junge. Nicht mich jetzt raiden. Sumdum Takeda. Okay, jetzt weiß er, dass ich hier bin. Ein Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Komm, den hab ich doch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Du Wichser. Und jetzt gibst du mir alles, was du hast und weg. Das war fürs Sitzen vor meiner Base, fürs Lungern und Halunkieren. Sauber, Junge. Oh Mann, ey, jetzt ist meine Base aber... Oh, jetzt ist meine Base liegt. So konnte ich natürlich nicht ablegen. Meine Base ist in Gefahr. Ein bisschen musste ich also noch herumlungern. Hier ist er, hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hit. Pistole in den Kopf. Er ist befreit. Und Nahkampf. Den mache ich, Junge, den mache ich. Was hält er aus? Stechen. Was? Ne, du Wichser. Wie konnte ich das verlieren? Ich hatte genug. Viel länger wollte ich nicht rumpimmeln. Und deshalb habe ich die Segel gesetzt. Okay, ist das Süden? Das ist Süden. Was passiert? Ja, das passiert. Das passiert. Arschlecken, Digga. Oh! Lenken, 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 lenken. Oh! Lenken, lenken, lenken. Scheißdreck, 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 Scheißdreck. Trag dich vom Wind, Simi, trag dich vom Wind. Ich bin um eine Haaresbreite entkommen. Ärgerliche Situation, feindliche Galeone voraus. Sie haben die Segel eingeholt. Segel einholen. Ran. Ich war glücklich. Mein erstes Piratenabenteuer geht los. Und los. Hier scheint niemand zu sein. Doch. Okay, mehr ist hier aber nicht. Es wird Zeit, einen Abgang zu machen. Und ab. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Tschüss. Mein erster richtiger Beutezug auf hoher See war erfolgreich. Die Sterne standen gut. Und ich hatte es im Gefühl. Ich war ein guter Pirat. Die See war ruhig und ich war eine kurze Weile AFK, um etwas zu essen. Oh, holy shit! Segel setzen, Segel setzen, Segel setzen! Los, 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 los! Holy shit! In den Wind drehen, rausdrehen, 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 nein! Arschlecken. 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 Ne. Mein Loot. Mein Loot. Jetzt standen die Sterne eher schlecht und ich war mir nicht mehr so sicher, ob ich wirklich so ein guter Pirat war. Welcher gute Pirat würde sein Schiff einfach unbeaufsichtigt auf hoher See treiben lassen? Richtig.
keiner. Die Kurzfassung, um euch nicht zu langweilen, ich bin in meiner Base gespawnt, habe ein neues Schiff gebaut und bin erneut auf hohe See gestochen. Junge. Lass es. Da läuft einer. Und rüber. Ich muss warten, bis es hell wird. Da ist seine Base. Das ist sein Boot. Okay, ich lauf rüber. Was ist das? Auf jeden Fall Essen. Holy shit. Da ist er, er kommt. Er hat Sachen abgelegt. Hab ihn. Nice. Da ist er. Ich mach's echt nur super ungern. Aber ich muss näher an Land fahren. Und zwar genau hier. Dann versuche ich mal mein Glück. Ich gehe rein. Oh mein Gott. Wir wollen noch ein Set essen. Neues Metal und Wood. Ab. Werde ich verfolgt? Sieht nicht so aus. Sauber. Alter, das ist gut, Junge. Das Schiff legt ab. Das Schiff hat abgelegt. Ja, der setzt Segel, Digga. Komm, wo ist der Fahrer? Wo ist er? Scheiße. Und da segelte mein Loot gen Horizont. Ne, ich kann's nicht glauben. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir den kriegen. Denn wenn mich nicht alles täuscht, ist er sogar Richtung mein Zuhause gesegelt. Und ich hinterher. Gefunden habe ich ihn leider nicht mehr. Dafür war ich wieder zu Hause und konnte mit den frisch gelooteten Ressourcen mein Boot aufbauen, nachdem ich meinen einen Nachbarn Sumdum Takeda ein weiteres Mal besiegen musste. Jetzt hatte ich endlich Ruhe und konnte an mein neues Boot eine Tauchstation bauen. Mit der Tauchstation konnte ich nach Schätzen tauchen. Sehr gut. So komme ich schnell an Gold. Und das kann ich dann investieren gehen. An der Börse.
Wie geht das denn? Und damit müsste mich alles Böse in Ruhe lassen. Das Teil ist OP. Und hier ist das Wrack. Dann hier rein. Und hier rein. 59G. Okay. Sehr gut. Was ist das? Nee, es funktioniert nicht. Und das war der Arc-Part von Atlas. Alles rein. Wir alle kennen es. Du spielst perfekt. Bist der geilste Pirat auf dem ganzen Ozean. Willst einfach nur deinen Anker werfen. Wie ein echter Pirat, Junge. Und dann... das. Ich hatte alles in einer Kiste versteckt, mir schnell ein neues Boot gebaut, bin hingesegelt und hab den Loot gerettet. Meine Tauchjagd nach dem Gold konnte endlich weitergehen. Irgendwann hatte ich sogar genug. 700 Dublonen. Aus 500 Dublonen konnte ich einen besseren Hafen machen, wo ich neue Schiffe craften kann. Okay. Die restlichen 200 Gold brauchte ich anschließend, um mir davon eine Crew zusammenzuheuern. Jetzt der Rahmen. Mit hier hinten einer Luke. Das erste Seil kommt hier hin. Das zweite muss dann hier hin. Steuerrad kommt hier hin. Dann kann ich jetzt hier rein. Eine Half-Wall placen. Ein Dach dran. Und kann die Werkbank bauen. Sauber. Kanone 1. Kanone 2 und hier vorne Kanone 3 und Kanone 4. Und dann würde ich sagen, release the ship. Let's fucking go. Mal gucken, ob ich hier Crewmitglieder finde. Da kommt mal mit. Junge, ich hab eine Crew. Okay, dann bedienst du einmal das Segel und du... einmal an die Kanone. Crewmitglieder auf meinem Boot ermöglichen es mir, Segel und Kanonen fernzusteuern. Um den Mast jetzt zu drehen oder die Kanonen zu feuern, muss ich nicht mehr das Steuerrad verlassen. Was macht der denn? Ich habe einfach einen Spastiker gekauft. Also wenn du nichts triffst, blaster ich dir das Hirn raus. Nein, nicht mein Hirn. Und jetzt müsste ich ja easy peasy. Ich kann meine Segel kontrollen. Wie geil ist das? Ich kann alles fernsteuern. Ich kann so drücken... okay, so geht das. Ausgestattet mit Crew und Kanonen, starre ich erneut in See. Arr! Wie ein echter Pirat. Pincoded. Da ist tatsächlich einer. Dann will ich gerne mal was probieren. Ja, der Bubat singt. Da pupst er. Lass mal sehen. Die Strukturen konnte ich leider irgendwie nicht looten. Das Inventar hat nicht geladen. Egal, was ich versucht habe. Schläft er. Hier schläft er. Zwei Stück. Nummer 1. Nummer 2 equipped. Sauber. Ich habe ein Problem. Da hinten geht eine bigge Galeone geht rein. Ein großes Schiff läuft in den Hafen ein. Genau, wenn das Feuer brennt. Und was macht ein guter Pirat in so einer Situation? Richtig, er geht zum Angriff über. Das ist ein starkes Stück, du. Fuck, hier segel ich gegen den Wind. Ich kann auch keinen Angriff starten. Außer ich komme von der anderen Seite. Scheiße. Scheiße. Okay, ich hab ein anderes Problem jetzt. Ein ganz anderes. Zieht er zu mir hin? Auf jeden Fall ziehe ich direkt auf eine Sandbank zu. Ich habe ein Problem. Ich bin stuck. Ich muss über Bord. Mein Schiff geht unter. Phase 1 der Trauer. Schiff ist down. Die Traurigkeit. Das ist traurig, ne? Das ist ein ziemlich trauriger Moment. Und am Horizont segelt mein gesamter Loot dahin. Was geht da ab? Auf was wird geschossen? Auf die kleine Base am Strand. Phase 2 der Trauer. Da plündere ich weg. Die Hoffnung. Zwei Stück. Hit.
Sauberer, sauberer. Und da kommen auch welche auf Bären. Das war mein letzter Schutt. Aber vielleicht konnte ich was ausrichten. Er wird vom Bär gemacht. Und Phase 3 der Trauer. Das Bereuen. Oh mein Gott, ich bin voll im Krieg und mein Boot ist schon weg. Scheiße, ich bin definitiv zu früh gesunken. Ich hätte das Schiff noch nicht verlassen sollen. Er zieht weiter. Er läuft da hinten am Strand rum. Gibt's hier noch was zu looten? Fuck me. Weg, 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 weg. Er hat Bärenstärke, Bärenkräfte hat er. Nee, das ist arg. Das ist so arg. Und meine persönliche Phase 4 des Trauerns. Fuck. Ich bin sauer. Von meiner Trauer und meiner Wut lasse ich mich natürlich nicht beherrschen. Beziehungsweise doch. Aber ich suche mir einen gezielten Weg, sie loszuwerden. Einen Ort, an dem ich sie kanalisiert abgeben kann. Und leider, leider Gottes, war es in diesem Fall die Base meines Nachbarn. Das war natürlich jetzt sein Pech. Voraussichtlich wird er danach ebenfalls die 4 Phasen des Trauerns durchlaufen und sich auch ein Ventil suchen. Im besten Fall natürlich nicht mich. Ich kill die erstmal. Nicht mal Gold hatten die drin. Unlocked. Oh, damn. Das ist gut. Das ist gut. Das ist richtig gut. Jawohl, Junge. Kanonen laden. Und dann gibt's einen kleinen Feuertest, mein Freund. Damage wurde gemacht. Oh, okay. Let's go, Nachbar. Let's go, Nachbar. Zeig mal, was du gefarmt hast, Digga. Sauber. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Der Typ ist nicht lange weg. Und er ist auch nicht hier. Oh mein Gott, die Holzkohle. Okay, hast du noch was? Oh shit, oh shit, oh shit. Down. Down. Das lief ausgesprochen gut. Dank meines Nachbarn hatte ich wieder ein equipptes Boot. Mit 2 Kanonen und einer Tauchstation. Und jetzt würde ich auf die spannendste und beste Mission meines Runs gehen. Das wusste ich natürlich noch nicht. Aber so war's. Da ist jemand auf dem Pferd. Ich ziehe mich kurz auf das Schiff. Da ist gerade ein Baum gefallen, oder? Ich trete in Aktion. Hoch mit dem Simi. Hoch da, Junge. Hoch da, Junge. Ganz da hoch. Hoffentlich sieht mich keiner. Wo ist denn dann sein Pferd? Das wäre dann meine Frage. Etwa da? Ist es etwa da? 2 Wägen. Die transportieren irgendwas. Okay, Fakt ist, ich muss hier weg. Meine Frage ist tatsächlich, was schleppen die? Die transportieren tatsächlich Pakete. Oder sind es 3 insgesamt? Nein. Es ist nur einer. Okay, ich befestige mein Seil. Sobald er um die Ecke ist, er ist um die Ecke. Guck ich, was er da macht. Gegen die Bären kann ich nur nicht 1v1. So viel steht fest. Nächster Enterhaken. So viel steht absolut fest. Okay, was ist das hier? Scheißdreck. Eine Art Ofen. Ich verstehe. Geh mal kurz auf mein Schiff und bring das in Position. Vielleicht starte ich doch einen Angriff. Es scheint mir auf jeden Fall so, als wüsste der Typ, was er macht. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde still und heimlich mein Boot drehen, sodass es Aim auf seinen Brenner hat. Ich glaube aber, die Reichweite wird eng. Oh oh. Ich kann hitten. Straight up. Ich werde beide ausrichten und dann warte ich auf den Hinterhalt. Da lief er, oder?
Da läuft was, Digga. Safe, rechts. Schwarzer Schatten, ja. Ich kann halt jetzt gerade nichts sehen, ne? Das ist natürlich jetzt wieder richtig kacke. Da läuft das Pferd. Da läuft es. Ich kann nichts erkennen. Ich kann keinen Schuss riskieren. Unter den Bedingungen. Guck dir das an. Er jagt. 33 Damage pro Hit. Und sein Pferd lockt mich wahrscheinlich instant aus. Er steht still. Das ist meine Chance. Hit. Noch ein Hit und er ist tot. Da läuft er. Wie kommt das Pferd bitte aufs Boot? Scheiße, ey. Kanonen ready. Feuer. Frei. Oh nein. Weitester Weitschuss. Feuer frei. Scheißdreck. Ist das da seine Base? Der Klassiker. Ich habe mich verfahren und war wieder auf einer Sandbank. Ich erinnere mich nur ungern. Aber die Phasen der Trauer. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Warum? An die Kanonen. Wo kommt der her? Kanone Hit. Kanone nachladen. Kanone Hit. Nachladen. Scheißdreck. Wo ist das Steuer? Da irgendwo. Hit. Ich muss auf den Gamer schießen. Wo sitzt der? Kanone Hit. Ich habe keine Kugeln. Gib mir Munition. Ich bin geliefert, Junge. Ich bin sowas von geliefert. Ich schieße auf den Manneken. Wie kann ich den zerstören? Wie kann ich den besiegen? Und wo kam der her vor allem? Ich habe ihn nicht gesehen. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Wieso kann ich nicht fahren? Ich muss mich drehen. Ich habe keinen Schuss auf ihn. Ich muss mich so drehen. Scheiß drauf, Digga. Ich kenter den Hurensohn. Ich kenter dich, du Wichser. Was? Ich wurde besiegt. Doch dieses Mal lief es anders. Anstatt in Trauer zu versinken, nahm ich die Wut und all den Zorn in mich auf. Ich baute das beste Schiff, das ich mir nur ausdenken konnte. 4 Kanonen am Hintern. Ich fahre erneut zu besagter Insel, locke ihn raus, fahr vor ihm weg und heiz ihm dann die Bude voll. Okay, für die Pappschwänze brauche ich jetzt Crew. Ich habe mir eine neue Crew geholt und mich mental vorbereitet. So, kommt an Bord, ihr Landratten. Ahoi, du Landratte, du. Okay, geil. Es wird Nacht. Ob das jetzt für mein Vorhaben so geil ist, weiß ich nicht. Da vorne hat er mich gelegt. Da läuft einer, oder? Nee. Fuck. Ich hatte gehofft, ihn hier wieder zu treffen, aber ich sehe absolut keine Bewegung. Warte mal, Olrangur. War das das Schiff, was mich versenkt hat? Ich kenter dich, du Wichser! Was? Ich kann voll drauf jeden, Junge. Gucken wir mal, ob das jemand mitkriegt. Noch ein Dicker. Das Schiff fährt raus. Er ist da. Ich wusste es doch, die Sau. Okay, ich muss meine Männer beladen und einstellen. Okay, bitte frag mich nicht. Aber irgendwie dachte ich, es wäre eine gute Idee, meine Kanonen erstmal noch nicht zu beladen, damit sie nicht sofort auf alles schießen, was sich bewegt. Wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, fällt mir auch auf, dass das eigentlich eine echt dumme Idee ist. Ships only. Nimm die Muni. Fuck, er hat volle Breitheit auf mich. Warum schießen meine nicht? Was? Meine haben den Dienst gequittet. Schieß doch, du Sau. Einen hat's schon. Das ist ein kompletter Reinfall. Ich hab die schlechteste Crew ever. Ich geh unter, Junge. Ach, was soll die Scheiße denn? So, den Wichser. Diesmal kenter ich ihn aber wirklich. Och, nee, ey. Ich hab so viel Vorbereitung in den Kraken gesteckt.
Und jetzt die Scheiße, oder was? Okay, Grapple. Zündet, zündet. Eingehakt. Ran, Junge, ran, 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 ran. Es gibt einen Boardfight. Nee, der hat Geschütze auf dem Boot. Der hat Geschütze auf dem Boot. Ich versuch's trotzdem. Bin tot. Ey, nee. Das gibt's nicht. Als ob ich jetzt zweimal gegen den verloren hab. Gegen die scheiß Olrango. Was ist das bitte für ein Boot? Und der hatte schon Pre-Hits. Ich war gebrochen. Meine Shipbuilding-Skills reichten bei weitem nicht aus. Ich hatte viel zu wenig Ahnung von dem Spiel, um auch nur im Ansatz ein Schiff zu bauen, das seinem hätte standhalten können. Und das war der Punkt, an dem ich aufgegeben habe. Aber nicht für immer. Irgendwann, in ferner oder in naher Zukunft, werde ich es nochmal versuchen. Nächstes Mal aber mit mehr Vorbereitung. Ich werde aus mir den besten Piraten machen, den die Welt je gesehen hat. Ich werde mich an Orlando rächen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und in dem Sinne, tschüss.